Hallo und willkommen zurück zur fünften Folge von Plants vs. Zombies mit Cheat Engine. Yay! Heute gibt's mal was ganz Besonderes. Ich werde nämlich sogar das Menü verändern hier. Also es gibt hier natürlich Adventure. Hab sofort ausgewählt. Nein. Also es gibt hier Minigames. Es gibt hier Puzzle. Es gibt Survival. Und ja, das sind halt so drei Seiten. Es gibt aber tatsächlich noch eine vierte. Man kann nicht irgendwie hier klicken und auch nicht wie bei Adventure oder seitlich oder sonst wo, sondern man muss ein paar Variablen ändern. So, dann gehe ich mal wieder zu dem... Oh, klar, ich habe Plants vs. Zombies gerade neu gestartet, damit der ganze... damit die ganzen Hacks von eben weg sind. Also ich nehme gerade beide Folgen hintereinander auf. So, und jetzt... Ach, was mache ich denn hier? Ich möchte eine Adresse manuell hinzufügen. So geht das. Und zwar ist das vom Typ Byte. Und dann mache ich das nochmal mit diesem hier. Also kann ich einfach E und F. So, und jetzt sind das 136, 89 und 84. Genauso muss es sein. Es gibt auch eine andere Zombies-Variante. Da kann man sehen, dass man die falsche Variante genommen hat, weil nämlich die, die Variablen anders sind. So, ich verändere jetzt die alle zu 144. Zack, zack und zack. Los, dankeschön. So, und jetzt, wenn ich hier auf Minigames gehe. Oh, Page 0, so warte, Page 1, Minigames. Page 3, Puzzle. Und die längste Strecke ist ein wenig gecheatet. Ein wenig. Naja, und hier gibt es halt noch eine Seite dazwischen, die wäre dann quasi hier so. Und zwar ist das, naja, ist auch Minigames betitelt, aber es gibt gar nicht von neuen Sachen. Es gibt hier zum Beispiel Intro. Also wenn man einen neuen Account anfängt, wird das dargestellt. Jetzt schließe ich mal Cheat Engine, denn den Rest tagge ich dann nicht mehr. Also nur noch Plants vs. Zombies jetzt. So. Tja, und das ist Intro. Und dann komme ich direkt zum ersten Level oder so ähnlich. Jeweils zu Adventure. So, dann gibt es noch Upsell. Das ist Werbung, für falls man die Demo-Version hat und dann da angekommen ist, wo man dann nicht mehr weiterspielen kann. Ich glaube schon nach der ersten Welt ist es so, oder was? Das ist ziemlich erbärmlich. Ja. Ich kann auch nicht klicken, um es zu beschleunigen. Ich kann nichts klicken. Ja, die kenne ich alle. Ja, das weiß ich. Oh, das geht so. Das sieht nicht gut aus. Man müsste da vielleicht mal was gegen Zombies tun. Oh, ich sehe schon, das machst du schon. Das ist gut. Ja, nicht nur 40. Wenn die verstecken, sind auch noch dabei. Ich glaube, die schlechte Tonqualität liegt daran, dass ich mit hoher Priorität... Wenn ich jetzt Full Version klicke, dann gibt es da irgendwie so eine Seite oder was. Ist egal. So, dann gibt es noch Zen-Garten hier. Zack. Du willst Futter? Bitteschön. So, und dann gibt es noch... Survival Tag endlos, Survival Nacht endlos, Survival Nebel endlos und Survival Dach endlos. Denn normalerweise gibt es ja nur hier Survival Pool endlos. Also Eislevel gibt es auch, das ist leider unspielbar. Es war ursprünglich mal geplant, dass der Yeti in diesem Level auftaucht oder mehrere sogar. Aber dann wurde es ja zu diesem Darkstorm hinein oder wie das auch immer das heißt, geändert. Ja, und man kann hier nichts machen. Man könnte eine Walnuss setzen. Bumm. Dann kann man nichts mehr machen. So. Das ist ein sehr spannender Level. Ich gehe jetzt erstmal die nicht spielbaren durch. Baum der Weisheit. Hatte ich ja schon gezeigt. Den ich kaputt gemacht habe. und ja. Dann gibt es nochmal. Dann würde ich sagen, ich spiele einfach mal der Reihe nach durch. Das wird eine ziemlich lange Folge diesmal. Gehen jetzt zu den ersten dreien. Und ja, Art Challenge Walnut.
Das ist so ein Level in der Art von Seeing Stars. Braucht natürlich Walnüsse. Ja, das wäre auch nochmal hilfreich. Das hilfreich, das. Und den nehme ich auch nochmal. Also ich spiele jetzt hier tatsächlich weitere Cheats durch. Ich musste halt Cheats anwenden, um die zu bekommen überhaupt. So. Dumm. Hängt mein Mikrofon richtig? Jetzt hängt es wahrscheinlich ein bisschen besser. Jetzt setze ich schon mal einen von den Walnüssen hin. Palippen! Also es funktioniert wirklich genauso wie das Sternding. Wenn ich alle diese ausgefüllt habe, dann habe ich gewonnen. Hier könnte ich natürlich auch wieder Pflanzen-IDs nehmen, wenn ich wollte. ich glaube, der ist in dem Fall sogar sinnvoller, der Spikeweed, wie der heißt. Genau, Spikeweed. Dann sollte ich mal wieder eine Sonnenblume pflanzen. Der kümmert sich da noch um den Zombie. Ja, und dann noch eine Sonnenblume. Eigentlich ist Doppelsonnenblume hier voll nutzlos. Zack. Und zack. Und dann sitze ich einfach normal Sonnenblume. Ich hätte ja einen Slot weniger, weil ich hier Sonnenblume nicht nutze. Doppelsonnenblume nicht nutze, ist egal. So, und jetzt müsste ich vielleicht mal. Ja, das ist jetzt Frage, was mache ich nun? Ah, das reicht leider nicht. Problem ist, man kann auf diesen hier und auf diesen Slot nichts draufsetzen. Egal was, nichts geht. Das ist ein kleiner Bug hierbei, aber egal. Danke sehr. So sieht das aus. Gut. So, dann ja, geht hier wieder zur normalen Mini-Games-Seite weiter. Sunny Day. Ja, das ist... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich spiele die nicht alle durch. Es ist nicht wirklich spannend. Es fallen, glaube ich, größere Sonnen runter oder so ähnlich. So. Ist alles doppelt hier quasi. Ja. Ja, genau, hier. Die geben 50. Also sonderlich spannend ist es nicht. Dann gehe ich mal Unsolid. Das ist ein sehr interessanter Level. Man sieht hier aus wie der zweite Level. Ist es aber nicht. Ich weiß schon, wie die Taktik dafür ist. Deswegen nehme ich die Pflanzen. Aber diese vier sind nur auf einem Fleck hinterher. Oh, den Topf brauche ich doch gar nicht. Ich depp. Oh, Mann. Also zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, und noch den? Nicht wirklich, oder? Ach so, Notfall, den kann er hier nicht schaden. Aber dann nehme ich den, damit ich auch, ja.
Also. Au. Der Punkt hierbei ist, hier kann ich nicht setzen. Merkt man ja. So. Aber. Ja gut, erstmal kommen mir die Zombies auf den drei rein. Aber später kommen die auch auf diesen rein. Aber ich kann halt keine Pflanzen da hinsetzen. Das heißt, ich muss Pflanzen nehmen, die zur Seite schießen, und zwar in genügendem Maße. Bitte, bitte, bitte noch eine Sonne. Schnell, 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 schnell. Danke sehr. Na, ob das ausreicht? Ich glaube, es reicht. Nein! Na gut, das... Jetzt bringt es nichts mehr. ja. Also diese Level würde ich schon gerne durchspielen. Quatsch. Den noch und... Ach ja, den. So. Also ihr hört jetzt wahrscheinlich in dieser Folge sehr viel Musik. So, könnt ihr die Hintergrundmusik gut verstehen. Erstmal noch wahrscheinlich die alte sein. Ich guck mal, ob ich das jetzt 8-Bit-Musik-Pack einbaue. Oh. Ja, das kommt nämlich in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, Folge 6 von Let's Play Minecraft. Vanilla. Weiß nicht, ob das schon draußen ist, wenn ich diese Folge hochlade. Bitte stirb. Stirb. Stirb doch einfach, Mensch. Oh. Jedenfalls halt, da werde ich als Hintergrundmusik komplett, das ist die 8-Bit-Musik, komplette Pack. Und ja, das klingt richtig gut, das Pack. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich nehme mal hier hin. Dann packe ich den ein bisschen dahin. Jetzt werde ich den. Ja, also wenn es bis dahin laufen und der spielt ja um sich rum. Dann, also in diesem Bereich. Und wenn die hier sind, kriegen die eh den letzten Schaden ab. Und wenn die dann noch nicht tot sind, dann können sie auch gerne vom Rasenmäher erledigt werden. Hier halt noch nicht. Deswegen war der hier ungünstig platziert. Der Start ist ein bisschen schwierig. Weil hinterher lenkt man einfach alle in die Mitte oder auf die äußeren Reihen ab und dann kommen die hier gar nicht erst in Gefahr. Und dann kann man hier diese draufpacken. Werde ich aber jetzt nicht machen. Bei dem hier mache ich es gleich nochmal. Aber erst wenn ich in den Kürbis reingesetzt habe, kann der hier nämlich auf nah bekämpfen und der auf ein bisschen weiter weg. Hier 4 oder 5 Felder weit, ich weiß nicht genau. Ja, mein Mikrofon ist schon wieder runtergerutscht. Ich mache das offenbar sehr gerne. Und zack. Also ihr merkt, zuerst kommen keine hier an den Rändern, keine Zombies. Aber das kommt noch. So. Da, jetzt muss ich das machen. Ah, der lädt noch auf. Mist. Eventuell muss ich den setzen. Da kann ich nochmal zusätzliche Sonnen gebrauchen. Na, packt das schnell genug? Ja, müsste. So.
Ja, hier nach eineinhalb Feldern oder so ist der erledigt. Zombie. Da mal eine ganze Reihe von und eigentlich sterben die, die Zombies dann, sobald sie in diese Angriffsreihe kommen. Spätestens ab der zweiten Pflanze sterben die dann. Und ja. Dann werde ich mal. So machen. Am besten. Hier ebenfalls. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, die muss ich noch beschützen. Aber das ist ein sehr cooler Level. Er funktioniert auch 1-3 von der Programmierung her. Mit Bugs oder so. Ich weiß nicht, warum die den rausgenommen haben. Das wäre wirklich cool gewesen. Aber ich kann es ja trotzdem spielen und wenn ihr euch hier die Videos angeguckt habt, dürfte das ja ziemlich klar sein, wie man die kriegt. Also, ja. Dann kann man die auch spielen. Los, 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 los. Dankeschön. Der hier ist immer noch nur einer. Oh ja, der wurde gleich wieder ausgenockt. Der wird auch gleich hier wieder sterben. Ah, oh, okay. Schade. Ich wollte gerade so einen Code eingeben. Der ist ganz normal im Spiel vorhanden. Aber offenbar will der das nicht. Ja, ich hätte vielleicht den hinteren nehmen sollen. Aber der wird schon sterben, denke ich mal. Ja, klar stirbt er. Ey, noch zwei gereicht. Oh. Das wird knapp hiermit. Oh! Ey? Nehme ich den jetzt, oder? Ja, ach. Ein Geschenk, super, eine Pflanze für seinen Garten. Da wurden ja in der letzten Folge erst welche von gefressen. Ach ja, zack, da der nächste hin. So, und wenn ich den hier dann noch umgewandelt habe in so einen, kann ich eigentlich auch schon anfangen, hier die komischen Teile hinzusetzen. Kann ich eigentlich hier schon machen, oder? Na, dann wandert zu viel in die Mitte. Erstmal noch hier so ein. Der wird dann schon mal den fertig machen, glaube ich. Ja, gut, der kriegt jetzt schon Schaden. Also 4 Felder Entfernung ist es. Und ja, dann. Eigentlich brauche ich diese Reihe gar nicht stärker zu verteidigen als die oberen. Also ich müsste keine Dornenteile dahin packen, weil die ja eh doppelt so viel Schaden abbekommen. Also sind theoretisch doppelt so viele Zombies, weil die einen von hier teilen sich so auf und die von hier teilen sich so auf. Aber es ist ja auch doppelt so viele Pflanzen und jeder Zombie, der in dieser Reichweite ist, kriegt den Schaden. Das heißt, eigentlich müssten die doppelt so schnell sterben. Und dann sind die Dornen natürlich da, also das ist wirklich nicht nötig. Deshalb mache ich hier schon mal zack. Ach nein, stimmt ja, ich hatte es vergessen, diese Kürbisse, wenn die da sind, dann wirken die, wie heißt sie, Knoblauch nicht, die Knoblauche, Knoblauchs. Ernsthaft? So eklig ist das? Ich hab das dahin gepackt. Da werde ich da wohl einen Grund zu haben, Zombie. Mensch. Banause. Also nicht Mensch. Ha, ha, ha. Zack, zack, zack,
Und... Dankeschön. So, jetzt läuft's doch. Hier den noch. Das ist nämlich das jetzt, wie sehr angeklammert wird. Der, hier sind schon ein paar Kerben drin, die hier nicht sind. Ein bisschen räuspern. Ich hab Teile auf. Ah, und ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Wieso mache ich das? Boah, dieser Aufschreifer-Ekel. Ist ja übel. So, lade auf bitte. So. Also, zwei von denen reichen, glaube ich, schon aus, um einen Dosenzombie zu erledigen. Und was Schlimmeres als ein Dosenzombie kommt hier nicht. Also, man hätte schon im späteren Spielverlauf noch was Schwereres machen können. Aber naja. So, jetzt setzt noch einen dahinter, falls der andere kaputt geht. Den nehmen langsam schon, wenn die immer wieder angeknabbert werden. Und. Ah, die waren dann nur in die anderen Spuren. Die machen gar keine Geräusche dabei. So. Ja, und die sterben sowas von. Ich verlasse nicht mal die Spur, wo die sterben. Aber warum der weiß ja nicht groß genug? Naja. Dann halt nicht. Ich glaube, dann platziere ich hier nochmal den. Das war vollkommen unnötig, aber okay. Okay. Kommen wir hier noch eine Weile an und dann knabbern sie noch mal dran und da kriegen wir schon 2, 3, 4 Schäden, nee, 3 Schäden ab von dem Teil. So. Hier bringen die ja nicht kaum noch was. Naja, egal. So, ich rüste mal maximal auf. Auch bevor der Level zu Ende ist. Versuche ich mal. Na, so weit hinten sollst du gar nicht sterben. Also, schon sterben, aber nicht so weit hinten. Ja, ja. Oh, er hat es tatsächlich bis hierhin geschafft. Achso, ja. Genau. Hier so. Tja. 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 ich mach erstmal diesen hier. Dann mache ich die letzte Reihe hier. Ne, ich mache 2. Aha. Ich überlege gerade, was theoretisch das Effektivste wäre. Wenn überhaupt stärkere Zombies kommen würden, was ja nicht passiert. Dazu setze ich hier mal diesen hier hin. Nicht blähen, Zombies. Nur laufen und sterben. Bitte. Das wird die Zombies bestimmt überzeugen zu sterben, wenn ich freundlich bitte sage. So, noch eine Sonne bitte. Dankeschön. So, und ich glaube, die sterben schon, bevor die auch nur von dem ersten hier getroffen werden. Oh, die auch nicht. Wir haben schon viele getroffen. So.
Ja, also dann. Ach, ich habe erst zwei Sonnen hinter mir, alle Flaggen hinter mir. Schwupp, da wandert die nach oben. So, und zack. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und zack, da ein noch. Oh, hier die Garlix, die Knoblauche sind sonderlich fröhlich, der setzt sich mal neu hin. Hä? Oh, das funktioniert. Ich habe doch dieses Reparaturpack für Walnüsse, aber es funktioniert auch mal nicht bei Knoblauchen. Knoblochen. Keine Ahnung. Da ist eine große Meute an Zombies, von jeder Sorte einer. So. Und dann nochmal hier einen hin. Ja, habe ich schon fast wieder genug Sonnen, um mir das auch noch alle durch diese zu ersetzen. So. Wie die einfach aussehen hier. So schön. Sieht nicht sehr gesund aus, zumindest. Ah, da ist mal einer nicht beschützt. Bläh. Blärms. Ja, mein Mikrofon scheint nicht aufhören runterzurutschen. Das heißt, ich dürfte wahrscheinlich immer leiser werden. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie zu viel geredet habe heute schon. Nein. Nur daran, dass mein Mikrofon runterrutscht. Und den noch. Dankeschön, 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 Dankeschön. So. Und jetzt eigentlich nur noch den. Dahin, dann wäre ich schon mal fertig. Eigentlich kann ich die dann auch mal irgendwas ersetzen. Plätze für die vielleicht. Gut, dann kann ich ja auch da gleich da lassen. Und dann 9990 Sonnen haben. Das wäre auch mal schön. Aber das werde ich wohl nicht hinkriegen. Jetzt kommt nur noch eine Flagge. Und bis auf die Knoblauche oder so ähnlich zu reparieren, habe ich jetzt eigentlich alles erledigt. Und die brauchen noch nicht schnell, noch so schnell nicht wieder repariert zu werden. Aber ich glaube, jetzt kommt die nächste Flagge. Das heißt, wir müssen mal wieder. Also brauchen sie schon. Müssen sie schon wieder repariert werden. Ja. Achso, ich kann nochmal die hier einbauen. Also, wenn jemand an der Sonnenblume knabbert, dann ist schon. Oder von dem Rasenmäher da erledigt. Ich finde das ziemlich gut. Das ist ein ziemlich ausdauernder Zombie. Ich hab so einen Gargantua, der könnte das vielleicht schaffen, aber. Aber dem haut ja auch noch alles platt, aber ein normal fressender Zombie, der schafft das niemals. Und. So, das ist mein Aufbau. Jetzt kann ich mich theoretisch zurücklehnen. Ja. Mal machen die mal machen das nicht. Ja, die sterben sofort hier. Ich glaube, schafft das dahin? Ja, tatsächlich. Aber auch nicht weiter. Also hier so sterben die schon. 50 Sonnen übrig. Gut. Und den Knoblauch ist gut. So. Nächstes. Big Time. Ja, da gibt es noch ein paar Pflanzen, die Sonnenblumen sind größer und fallen sich Blumen
Walnüsse fahren mit größeren Fallen sich wie Doppel, wie Hochwalnüsse und hier diese Marigolds fahren sich größer und sprungen doppelt so viel aus. Das bringt jetzt nicht wirklich was. Art Challenge Sunflower ist nochmal wieder das gleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das so unbedingt lohnt. Sagt ja, spielen nicht alle. Air Raid, was war das noch gleich? Ich glaube, da gibt es nur Ballon-Zombies. Ja, und so ein paar Ducky-Tube-Zombies. Da ich Ballon-Zombies hasse, spiele ich das hier nicht. High Gravity, das ist ziemlich witzig. Da funktionieren Geschosse nicht oder so ähnlich. Kann ich nochmal kurz vorführen. Aber man müsste dann entsprechend mit, ich weiß nicht, mit Schnappern oder mit denen hier oder dem oder dem. Also diese Ballon-Zombies, die fliegen tatsächlich ein bisschen und dann gehen sie mal tiefer und landen auf dem Boden, dann laufen sie weiter. Aber ich könnte zum Beispiel... Ja, eigentlich gibt es nicht wirklich was an Geschossen, das man hier nutzen kann. Ihr könnt das ja gerne mal selber spielen, wenn ihr wollt. Aber Can You Dig It? Das ist nochmal so ein ziemlich sinnfreies Spiel. Muss einfach alles entfernen. Irgendwie bevor ein Zombie am Ende ankommt. Da der Zombie aber langsamer läuft, als ich im Normalfall graben kann. Oder man einfach die ganze Walnüsse stehen lassen könnte. Achso, nein, der Punkt war, man muss hier das Zeug überleben. Man kriegt nur die Pea-Shooter und muss dann halt sich alles frei graben, wo man das mit dem Eichhörnchen übrigens verwechselt. Das kommt auch noch gleich. So. Das ist ziemlich sinnfrei. Dankeschön. Ziemlich sinnfreier Level. Da verstehe ich, warum die rausgenommen. Vor allem, es kommen nur normale Zombies und keine Ahnung. Also ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier mit. Das macht nicht wirklich Spaß. So, Dark Stormy Night war genau das hier. Da braucht man eigentlich nur beliebig welche Sätze. Aber man kann eigentlich vorne nach hinten, von links nach rechts direkt alle setzen. Es ist vollkommen egal, wie man die setzt. Man schafft es eigentlich fast immer. Ja, das kennt man ja aus dem normalen Spiel schon. So, und dann gab es noch Bungee Blitz, auch so Zombie-Art, die ich hasse, diese Bungee-Zombies. Da kommen halt immer ganz viele und nehmen entweder die Pflanzen weg oder ersetzen Zombies. Das gibt es auch im normalen Spiel als ein Mini, als ein Level. Achso, Squirrel konnte man noch, also das war ein Level, da muss man eben auch alle Walnüsse weggraben und dann irgendwie blitzt was auf, aber es hat keinen Sinn und irgendwie zählt irgendein Zähler, der hat auch keinen Sinn und ja, man müsste sich den freischalten, wenn man die Minigame-ID ändert. Müsste ich nicht haben. Ja, ich würde sagen, zeige ich nochmal kurz, was bei High Gravity passiert. Und dann war es ja schon wieder von dem Video. Nehmen wir hier den. Und ich probiere es mal mit dem hier. Und, achso, der wäre vielleicht auch nochmal hilfreich. Und der. Und der. Nee, brauche ich ja nicht. Und hier die für Notfall. Und den, so. So mache ich das jetzt. So. Also ich spiele jetzt hier nur bis zum ersten Ballon-Zombie. Vielleicht mal günstigere Pflanzen nehmen sollen.
erstmal wie ein normaler Level. Wirkt das normaler Dachlevel. Aber ja, es ist ein wenig anders. Jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier da hinsetze, dann verschwindet er sofort. Das ist wunderbar, dass man das so gut sieht. Und jedenfalls, selbst wenn er ganz nah dran ist, macht er dem keinen Schaden. Wenn ich den hier hinsetze, dann macht er folgendes. Hui, plopp. Hui, plopp. Na, danke sehr. Der kann den nicht mal erwischen, also er wird immer zart und irgendwann schmeißt er ihn gar nicht mehr, bis er, wenn er näher kommt. Und das Einzige, was ich jetzt noch ausprobieren wollte, war der hier. Brauche ich mal ein paar mehr Sonnen. Also es wirkt sich nicht auf die Fallgeschwindigkeit dieser Sonnenblumen aus und so, ein Kram. Aber, naja. Aber ich hätte vielleicht... Na, egal. So. Bumm. Man muss im Prinzip mit Nahkampfwaffen agieren die ganze Zeit hierbei. Was ja bei Plants vs. Zombies eigentlich so gut wie nie der Fall ist. Ziemlich selten eigentlich. Und Nahkampfwaffen sind, glaube ich, auch meistens sofort tötend. Außer die das gar nicht funktioniert, weil man die nicht in diese Pötte pflanzen kann. Und ja, er verschwindet halt immer sofort. Deswegen bringt das auch nichts. Und ja, was mach ich hier mal mit dem? Muss den da setzen? Hey! Ach, Schande. So, los. Jagt er in die Luft? Nein! Oh Mann! Danke sehr. So, dann möchte ich unbedingt nochmal den ausprobieren, weil ich nämlich selber nicht weiß, was da... Ich sehe davon, dass der hier irgendwie schief drauf sitzt, aber naja. Macht ja nix. So, funktioniert. Es kommt mir jedenfalls so vor, als würde er schneller aufhören. Oh, es funktioniert. Okay, gut, damit werde ich jetzt erledigt. Ich glaube, ich spiele nicht den ganzen Level durch. Noch irgendwas Spannendes? Nö, ich weiß wohl alles durch. Man kann ja als Survival endlos in allen... Gegenden spielen. Das ist dann nochmal eine sehr interessante Sache. Ja, also meine Lieblinge sind Unsorted, das ist ein sehr interessantes Konzept. Dann ja, I Go Empty ist interessant, aber naja, lustig. Und ja, und die ganzen, und die anderen Sachen halt. Also im Prinzip, dafür lohnt es sich die Limo-Page zu öffnen. Naja, ich würde sagen, ich töte noch ein paar Pflanzen. Beende das Spiel. Und die Aufnahme. Mit der tollen Anweisung, stoppen Sie die Aufnahme. Würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, hat dir das Video gefallen und auch generell die Serie, denn die ist jetzt vorbei. Und ja, dann tschüss.